Was würdest du sagen? Wo steckt das meiste Entwicklungspotenzial drin? Und zwar für uns ganz persönlich. Erinner dich einmal, waren es nicht die großen Herausforderungen oder schwierigsten Lebenssituationen oder die größten Probleme, die was die selber ganz persönlich am weitesten gebracht haben? Wo du wirklich große Schritte gemacht hast? Wo du jetzt sagst, ohne das hätte ich das nicht gelernt. Ohne das wäre ich jetzt nicht da. Das war eine wichtige Stufe, da bin ich drüber gegangen und nachher bin ich weitergekommen. Und Gott sei Dank ist das so passiert und Gott sei Dank war das so schwierig. Bei mir ist es jedenfalls so. Das Leben verpackt Entwicklungspotenzial in Form von schwierigen Lebenssituationen oder unangenehmen Problemen zum Beispiel. Weil genau da könnten wir lernen. Weil wenn es uns gut geht, wenn alles super passt, wenn alles genial ist, nachher lernen wir ja nichts, dann tun wir ja ernten. Ernten ist auch wichtig. Aber wie können wir jetzt wirklich lernen und wie können wir, wenn wieder so eine Schwierigkeit oder ein Problem auf dem Radar auftaucht, wie können wir das leichter in die Hand nehmen und wie können wir wirklich sanft lernen, angenehm lernen, ohne zu leiden, ohne dass wir fast untergehen, emotional oder auch geistig. Eine Schwierigkeit oder eine Situation, die was uns nicht gefällt, da steckt eine Lektion drinnen. Und wir haben immer die Wahl. Wir können es entweder annehmen oder wir können es verdrängen. Wenn wir es verdrängen, dann schieben wir es weg, schauen nicht hin, wollen das nicht haben, reden nicht drüber, weg. Wenn wir das tun, nachher füllt uns das Leben beim nächsten Mal das Sackel, also diesen Sack, ein bisschen voller, damit wir eben hinschauen müssen. Oder wir nehmen es gleich an. Wenn eine Schwierigkeit, eine Situation oder was Unangenehmes auftaucht, können wir uns lernen, das jetzt anzunehmen und sagen, ich nehme die jetzt an. Du darfst jetzt da sein, weil du bist jetzt da. Irgendwas wird's mir sagen wollen, nachher sei da. Und der zweite Schritt, ich kann lernen, hinzuschauen und zu erkennen, ein Gefühl dafür aufnehmen, was will mir das jetzt sagen. Vielleicht will es mir sagen, ich muss besser lernen, loszulassen. Oder ich muss mich besser abgrenzen. Oder ich muss ein bisschen besser aufpassen, mit welchen Menschen, dass ich mich einlasse. Weil ich die ganze Zeit ausgenutzt werde. Oder ich muss meine Einstellung ändern, weil ich komme da so nicht weiter. Und das können ganz verschiedene Sachen sein. Und glaub mir, du erkennst das, wenn du hinschaust. Weil das Leben bringt dir genau die Situation, die wo du auch erkennen kannst. Weil das Leben weiß genau, was du erkennst und welchen Bewusstseinszustand das du hast. Es weiß es ganz genau. Und darum ist ein Problem, eine Schwierigkeit oder eine Herausforderung immer ganz individuell für dich abgestimmt. Stell dir das einmal vor, die Perfektion des Lebens. Das ist Wahnsinn, also das ist unglaublich, unvorstellbar. Die Situationen oder Herausforderungen, was du kriegst, die kann ich nicht kriegen, weil das erkennst nur du. Das ist genial, oder? Also je mehr Herausforderungen das uns das Leben bringt, desto mehr können wir lernen und uns weiterentwickeln. Im Fall, dass wir es jetzt annehmen, 100% akzeptieren, dass es jetzt da ist, und als zweites, dass wir hinschauen und ein Gefühl dafür aufnehmen und erkennen, was will man das jetzt sagen. Nachher kann sein, dass es durch dieses Erkennen schon verschwindet, diese Situation, automatisch, oder dass du nachher intuitiv weißt, wie du das jetzt anders in die Hand nehmen sollst. Und nachher verschwindet es. Und das macht einen richtigen Spaß, wenn man so herangeht. Weil wir sind ja unter anderem auch da, um uns weiterzuentwickeln, um einen Schritt weiterzugehen. Und das wünsche ich dir für dein Leben. Ich wünsche dir noch ganz viele Herausforderungen und dass du ganz leicht damit umgehen kannst, dass du sie annehmen kannst und dass du erkennst, was ist da jetzt zu tun oder was steckt da drin. Und nachher macht das eine richtige Freude. Und ich wünsche dir, dass es dir gut gelingt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bevor es uns da jetzt verblasst, mach's gut, Peti, Servus, alles Gute.